Liebe Väter, liebe Familien, liebe Mütter, es braucht mehr aktive Väter. Das tut allen gut. Es tut der Gesellschaft gut, es tut der Familie gut, es tut den Vätern gut. Ich bin Heiner, bin 36 Jahre alt und verheiratet, habe zwei Kinder. Und ja, ich bin im Moment in Elternzeit, noch ein Jahr und seit anderthalb Jahren mit dem zweiten Kind. Und von der Arbeit her, vom Beruf her, bin ich Sozialarbeiter und normalerweise arbeite ich 20 Stunden. Und wenn ich dann nächstes Jahr im September wieder in den Job zurückkehre, dann gehe ich wieder für 20 Stunden arbeiten. Meine Frau arbeitet als Logopädin im Krankenhaus für 30 Stunden. Und bei dem ersten Kind haben wir das noch so gemacht, dass ich vormittags gearbeitet habe. Bin um 8 Uhr angefangen mit der Arbeit und dann um 12 Uhr habe ich den Stift fallen gelassen mit meinen Patienten, habe denen einen schönen Tag gewünscht und dokumentiert und bin dann nach Hause. Und auf dem Weg nach Hause kam mir meine Frau schon entgegen, hatte dann unsere beiden Kinder dabei. Und wir haben dann die Übergabe quasi auf dem Flur gemacht, eingestempelt, ausgestempelt. Und ich bin dann mit den Kindern nach Hause und sie hat dann noch bis 18 Uhr gearbeitet. Und dann hatte ich die Kinder. Und so haben wir das vorher gemacht, also bevor ich in Elternzeit gegangen bin. Und so machen wir das auch danach. Beim ersten Kind war es aber so, dass ich in Vollzeit gearbeitet habe. Ich habe 40 Stunden gearbeitet, auch mal 50 Stunden gearbeitet in der Woche. Ich habe meine Familie kaum gesehen oder selten gesehen. Jedenfalls nicht zu den Zeiten, die ich gerne mit meiner Familie verbringen wollte. Am Wochenende oder auch mal abends, dass unsere Tochter ins Bett bringen. Und in der Elternzeit mit unserem ersten Kind, mit unserer Tochter, war dann so bei mir der Gedanke, das kann jetzt irgendwie nicht so gewesen sein, dass ich nach der Elternzeit, die wir uns 7 Monate aufgeteilt haben, dass ich dann wieder in diesen 40, 50 Stunden Job zurückgehe. Ich wollte schon immer als Jugendlicher Frühkinder haben. Das wusste ich schon damals. Ich weiß nicht so genau, warum das war, aber ich hatte als Jugendlicher immer so diesen Impuls, ich möchte früh Vater sein. Das wird sicherlich was mit meinem Vatervorbild zu tun haben, der nämlich nicht präsent war. Also es gab einen Vater, der hat auch sein Büro zu Hause bei uns gehabt, der war freiberuflich tätig, aber so richtig sichtbar, präsent und aktiv war er nicht. Also wenn wir am Wochenende Zeit gehabt hätten, mit ihm was zu unternehmen, dann waren wir in erster Linie so Beifang. Und damals war mir schon klar, ich möchte es später mal anders machen. Ich weiß nicht, ob ich es besser mache. Das ist auch nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist, ich möchte es anders machen. Und jetzt gibt es ja die Väter, die einen aktiven Vater als Vorbild hatten. Und jetzt gibt es meinen Vater, der kein aktives Vatervorbild für mich war. Und für mich war dann klar, ich möchte präsent sein, ich möchte sichtbar sein, ich möchte ansprechbar sein. Und dann kommt noch dazu, ich habe irgendwie so eine Ader, um mit Kindern zu arbeiten oder zu spielen. Oder ich habe immer sofort so einen Verbindungsaufbau zu Kindern. Meine Schwester meinte damals schon, als ich 15, 16 Jahre alt war, ey, Heiner, du musst mal Erzieher machen später. Und ich habe den Vogel gezeigt und habe gesagt, so, ja, vergiss es, ich mache Karriere. Und heute weiß ich, ich bin so sozialisiert worden, dass Männer werden für Karrieren gemacht. Und so war das bei mir auch damals. Und meine Schwester hat, wie gesagt, gemeint, ey, du kannst so gut mit Kindern, du musst Erzieher werden. Und für mich war das ein niederer Beruf. Ich habe mich nach oben orientiert, was als Gehalt und Ansehen und so weiter angeht. Wobei ErzieherInnen ja hoch angesehen sind. Aber ich wollte woanders hin. Das fülle ich hauptsächlich mit einer Präsenz. Also der Vater ist präsent, er ist sichtbar, er ist ansprechbar. Das sind so für mich so diese drei Schlagwörter. Das bedeutet, wenn jetzt, also ich muss nicht Hausmann sein als Vater, um aktiver Vater zu sein. Ich kann auch 40 Stunden arbeiten, um ein aktiver Vater zu sein. Ich kann auch in Teilzeit arbeiten oder ich kann auch im Schichtdienst arbeiten. Ich kann trotzdem ein aktiver Vater sein. Das heißt, sobald ich die Zeit mit meinen Kindern verbringe, bin ich für meine Kinder da. Die Arbeit lasse ich Arbeit sein. Die Termine, den Trouble, den ich mit meinem Chef habe, mit meinen ArbeitskollegInnen, den lasse ich außen vor. Ich bin jetzt im Hier und Jetzt ganz für meine Kinder da und begleite sie, begegne ihnen auf Augenhöhe, bin Bildungspartner, bin Bildungsbegleiter. Ich begleite sie emotional durch kleinere Krisen, durch größere Krisen. Ich denke mit, ich bin immer ansprechbar. Ein warte jetzt nicht und vergesse dann diesen Moment, dass mein Kind was von mir wollte, den gibt es dann nicht. Ja, auch mal, aber das sollte nicht da sein.
Und dann gibt es aber auch noch diesen Punkt des Mental Loads. Den würde ich auch mit zu aktiver Vaterschaft hinzufügen. Das heißt, ich weiß, wie schwer mein Kind ungefähr ist. Ich weiß ungefähr, welche Kleidergröße mein Kind hat. Ich kann mitreden in der Entwicklungsgeschichte meines Kindes. Also es hat sich gedreht, es kann krabbeln, es kann laufen. So diese einzelnen Entwicklungsschritte. 2 Wortsätze, 3 Wortsätze. Und dann auch später in der Pubertät, wie heißen die Freunde meiner Kinder? Was ist in der Schule vorgefallen? Mit welchen LehrerInnen kann mein Kind gut? Und so weiter. Und welchen Sport hat mein Kind? Wann sind die Sportzeiten? Wann sind die Wettbewerbe? Wie war der Wettbewerb? Also so im Klein-Klein, aber dann auch im Großen. Wo kann ich mein Kind abholen gerade? Und ich habe das gemerkt, damals, als ich noch diese 40 Stunden gearbeitet habe und mal über ein Wochenende weg war, wieder nach Hause gekommen bin, da hat sich mein Kind gefühlt, also eine Galaxie weit entwickelt. Und ich fand es schade, dann nicht dabei gewesen zu sein, obwohl es nur ein Wochenende war. Und so da habe ich gemerkt, so wie wichtig mir das doch ist, diese Vaterschaft dann aktiv zu machen. Jetzt muss ich dazu sagen, damals in diesem 40-50-Stunden-Job, der war für mich sehr stressig, was es mir wiederum leichter gemacht hat, zu sagen, okay, ich steige da aus oder ich reduziere, ich mache das nicht mehr. Ich merke in der Elternzeit, die ich jetzt gerade habe, mit der Elternzeit meiner Tochter und mit der Elternzeit jetzt, es ist ein unglaubliches Selbstwertgefühl, was bei mir sich gesteigert hat und ein Selbstbewusstsein, was ich gesteigert habe. Eine hohe Kompetenz in Konflikten zu moderieren, Konflikte anders wahrzunehmen, sie nicht persönlich zu nehmen, wenn ein Konflikt da ist, weil ein Konflikt auch immer eine Lösung herbeischreit. Und im Grunde geht es ja gar nicht darum, in Konflikten den Schuldigen zu suchen, sondern zu schauen, wie schaffen wir es jetzt gemeinsam daran zu wachsen und auch persönlich zu wachsen. Was sind meine Anteile an diesem Konflikt? Und das mag jetzt nur ein kleiner Punkt sein, aber das ist so ein Punkt, den ich gemerkt habe, daran wachse ich so unglaublich stark, was ich sicherlich auch später für meine Arbeit dann mitnehmen werde. Und ja, ein Organisationstalent. Also ich habe gelernt, Dinge viel organisierter, viel strukturierter abzuarbeiten. Wichtige Dinge von unwichtigen Dingen zu trennen. Und das ist eine Kompetenz, die du später auch im Job brauchst. Du wirst ein ganzheitlicher Mensch, weil du nicht in diese Karriereschiene gedrückt wirst und dich darin wohlfühlst, sondern du springst über den Tellerrand. Du verlässt deine Komfortzone. Für viele Männer ist das auch eine Panikzone. Zu wissen, jetzt sind sie in der Elternzeit und haben ihr Kind. Und der erste Moment, wo die Mutter dann wieder arbeiten geht, das ist für sie Panik. Das war für mich auch Panik. Und zu wissen, okay, dieses Kind schreit. Ich habe jetzt keine kompetente Mutter daneben sitzen, die ich jetzt fragen kann, die ich auch anrufen kann. Und sich selber die Erlaubnis zu geben, dass ich das jetzt kann, das hat bei mir ein paar Tage gedauert. Um dann zu sagen, so, ja, und jetzt entwickle ich mich zu einem kompetenten Vater. Zu einem kompetenten Vater, der sowohl mit anderen Müttern mitreden kann, der weiß, in welchem Entwicklungsstadium seine Tochter gerade ist, und die Bedürfnisse zu lesen eines kleinen Säuglings, zu wissen, wenn es ein Geräusch macht, jetzt könnte es gerade Pipi machen oder jetzt hat es Hunger oder jetzt möchte es schlafen, das ist so ein unglaubliches Gefühl, eine Kompetenz zu haben, die andere nicht haben oder mitreden zu können. So, du wächst ja innerlich. Auf einmal, es macht sich nach der Geburt so ein großer Horizont auf. Du betrittst in ein Neuland, du weißt gar nicht, was passiert hier eigentlich gerade. Und diese Erfahrung wird ja hauptsächlich Frauen zugeschrieben. Und jetzt bist du als Mann auf einmal in diesen Pfad in dieses neue Land und du denkst einfach so, wie krass, wie geil ist das denn? Und du kannst auf einmal mitreden. Das ist eine Sprache, die Frauen verstehen, weil sie so sozialisiert werden. Und jetzt bist du auf einmal als Mann da und verstehst auf einmal diese Sprache und jetzt triffst du auch noch andere Männer, die diese Sprache treffen. Und ich finde das so großartig. Diese Vernetzung unter den Männern, dieser Austausch, dieses mein inneres Bedürfnis, Mann zu sein, also und Vater zu sein, was mich wiederum sehr stark männlich macht. Und dann Männer zu treffen, sich darüber auszutauschen, das ist so, so großartig, weil ich auf einmal eine ganz andere Ebene bekomme, auch über Gefühle zu sprechen. Was ich mit meiner Frau nicht so gut kann, auch mit anderen Frauen nicht kann, dieses Gefühl, Vater zu sein, auch über Dinge, meine Gefühle zu äußern. Meine Tochter dreht sich zum ersten Mal oder beginnt zu laufen oder
sagt zum ersten Mal Papa, was mich so emotional stark berührt. Mit wem kann ich denn diesen Moment teilen? Also mit einem Kumpel, der noch keine Kinder hat, der wird mich angucken wie ein Auto und so, ja, und? Aber mit einem anderen Vater, der in einer ähnlichen Situation ist, in Elternzeit ist, diese ganze Entwicklung auch mitmacht, seine Frau geht arbeiten und er ist mit diesem Kind alleine und muss sich mit diesem Kind beschäftigen und wir tauschen uns aus. Das ist so großartig. Das ist so groß, das schafft Verbindung und das liebe ich, das mag ich unheimlich gerne. Und außerdem denke ich, dass es einen gesellschaftlichen Mehrwert hat, einfach weil die Familie dadurch noch stabiler wird. Studien zeigen ja, dass wenn ein Vater präsent ist, dass es sowohl Einfluss auf die Biografie des Jungen hat, als auch auf die Biografie der Töchter hat. Und da auch ein positives Vorbild zu haben, also einen präsenten Vater zu haben und da im Austausch zu sein und diesen Wert auch dieser Gesellschaft mitzugeben. Eine Belastung ist es, weil ich nicht gewohnt bin, mitzudenken. Und weil ich nicht so sozialisiert worden bin. Es gab keinen Beipackzettel, wo drauf steht, also herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein Kind bekommen. Folgende Schritte sind nach der Reihenfolge abzuarbeiten, um eine Entlastung zu haben. So ist es nicht. Das heißt, jede Situation ist neu und muss neu verhandelt werden. Und das führt zu einer Belastung und zu einer mentalen Belastung, weil der Kinderarzt mich Dinge fragt, über die ich mir noch keine Gedanken gemacht habe. Oder die Kinder wachsen aus der Kleidergröße heraus und ich habe nicht daran gedacht, neue Kleider zu besorgen. Das sind alles mentale Prozesse, die so nicht sichtbar sind, sind so die unsichtbaren Prozesse. Und eine Entlastung habe ich mir geholt darüber, dass ich gesagt habe zu meiner Frau, ich brauche einmal eine kinderfreie Zeit. Also wir teilen uns ja den Mental Load, heißt jetzt nicht, dass von 100% haben wir jetzt beide 50%, sondern ich denke ja ähnliche Dinge mit, die meine Frau mitdenkt. Also ich würde sagen, unser Mental Load liegt ungefähr bei 75% für beide. Auch diese kleinen Prozente, wo ich mich nicht zuständig fühle, kommen trotzdem auf mein mentales Konto mit drauf. Denn wenn meine Frau arbeiten geht, muss ich ja die Dinge trotzdem erledigen oder erledigt wissen. Das gleiche im Grunde mit dem Einkaufen. Also Einkaufen gehen an sich ist ja die sichtbare Belastung. Aber daran zu denken, Dinge einzukaufen, auf die Liste zu schreiben, in den Kühlschrank zu schauen, in die Vorratskammer zu schauen, was ist noch da, was muss noch gemacht werden, welche Gerichte möchte ich machen, so das ist ja eine hohe mentale Belastung oder eine hohe mentale Aufgabe, das überhaupt zu machen. Und dann noch als Mann, der nicht so sozialisiert wurde, das als seine Aufgabe wahrzunehmen. Also das war eine große oder ist immer noch eine große Aufgabe. An 2 bis 3 Tagen nehme ich mir 2 bis 3 Stunden Zeit, um dann etwas für mich zu machen. Dann nehme ich mir ein Buch oder meinen Laptop oder irgendeine Zeitschrift und setze mich dann in ein Café und mache nur etwas für mich. Oder ich rufe mal meine Schwester an oder Freunde an und habe eine ganz bewusste, für mich ganz bewusste, kinderfreie Zeit. Und das gewähre ich auch meiner Frau oder das gewähren wir uns gegenseitig. Das heißt, wenn meine Frau eine Situation hat, sie fühlt sich gerade überlastet, weil die Arbeit ganz anstrengend war. Sie arbeitet auf Intensivstationen, hat mit Tod und Leben zu tun und merkt gerade so, die Kinder sind aufgewühlt, fordern gerade sehr viel, dann nimmt sie sich auch diese Zeit heraus. Und so sind wir immer im Gespräch, dass wir dann abends, nachmittags uns unterhalten, um abzuchecken, okay, wo stehst du gerade mit deiner Belastung? Brauchst du gerade deine Zeit? Denn das ist nicht in Stein gemeißelt. Also es ist nicht so, dass ich sage, montags, mittwochs, freitags sind meine Tage, sondern es können auch dienstags und freitags sein oder mal nur einen Tag sein. Dafür hat meine Frau dann 2 Tage frei. Es schreien nicht alle Hurra, genau, wenn ich mit diesem Thema nach außen gehe. Und das irritiert mich und mich verärgert das auch ein bisschen. Ich kann aber auch verstehen, dass das so ist, weil ich für mich hergeleitet habe, ja, wir sind halt sozialisiert, so wie wir sozialisiert werden. Und Margit Stamm hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, das ist eine Psychologin aus Österreich, neue Väter brauchen auch neue Mütter. Das heißt, wer einen aktiven Vater fordert, der muss auch eine aktive Mutter haben, die dem Vater nicht erlaubt, aber
wohlwollend dem gegenübersteht. Denn wir sind alle noch sozialisiert worden. Der Vater ist sozialisiert worden, wie er es zu Hause vorgelebt bekommen hat. Vielleicht mit Einflussnahme von anderen Vorbildern, vielleicht ähnlich wie bei mir. Ich habe mir andere Vorbilder gesucht als mein Vater. Aber genauso werden auch die Mütter sozialisiert, suchen sich Vorbilder, wie sie es gemacht haben. Und ich bekomme nicht nur positive Rückmeldungen, die hauptsächlich von Frauen kommen. Das ist total toll, wie du das machst. Ich würde das auch gerne haben. Ich schicke mal den Artikel, den du geschrieben hast, den ich dann geschrieben habe, meinem Mann. Und dann ist so die leise Hoffnung bei den Frauen, dass dann ihr Mann, der Mann, das dann ähnlich macht und sieht, oh, ich kann auch ein aktiver Vater sein und vielleicht noch präsenter sein mit meinen Kindern und die Beziehung ein bisschen entlasten. Und dann gibt es aber auch auf der anderen Seite die Väter und die Mütter auch, und das wundert mich sehr, die dann dagegen wettern und dann sagen, warum kommt er denn jetzt hierher? Der holt sich doch nur Applaus ab. Was ist er denn für ein Vogel? Will hier einen auf aktive Vaterschaft machen? Wie soll denn die Familie dann das Geld verdienen? Oder das muss man sich ja auch leisten wollen. Oder Erziehungssache ist dann auch immer noch Frauensache. Es gibt sogar noch die Stimmen, die dann sagen, es gibt ein Fürsorgegen und der ist bei den Frauen eingepflanzt. Und ja, damit muss ich leben. Ich muss aber auch sagen, es ist Arbeit für mich, das außen vor zu lassen, also das zu ignorieren oder dann die Kommentare stumm zu schalten und so. Hindert mich aber nicht daran, so weiterzumachen und zu sagen, liebe Väter, liebe Familien, liebe Mütter, es braucht mehr aktive Väter. Es tut allen gut, es tut der Gesellschaft gut, es tut der Familie gut, es tut den Vätern gut, eine andere Rolle einzunehmen oder ihre Rolle, die sie haben, aktiver zu gestalten, die Beziehung in Beziehung zu gehen zu ihren Kindern. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es auch die Beziehung zur Partnerin auf eine ganz andere Ebene nochmal hebt, auf eine kommunikative Ebene, auf eine gleichberechtigtere Ebene. Und da bin ich fest von überzeugt und das ist mein Anspruch, darüber zu schreiben. Und es gibt so viele Mütterblogs, die sich mitteilen in ihrer Rolle und in ihren Gedanken und in ihren Alltag. Und das wollte ich auch machen. Es fing an mit, der Brei ist zu heiß oder welches Schlaflied schlafen meine Kinder ein oder wie trage ich die Kinder, dass sie dann einschlafen, wie begleite ich sie ins Bett, wir haben ein Familienbett gebaut und so weiter. Und diese Themen schwanken dann irgendwann um so ins Politische. Dann kamen Studien raus über die Elternzeit und dann, ich war ja selber in Elternzeit, das heißt, das Thema hat mich betroffen und hat mich auch betroffen gemacht und ich habe dann gesehen, so wenige Väter nehmen Elternzeit und dann nur die 2 Monate. Und dann kam noch hinzu, dass mein Arbeitgeber damals meine Anmeldung missinterpretiert hat als Antrag, Elternzeitantrag. Und ich so, nein, das ist keine Anmeldung, es ist kein Antrag. Und er wollte es ablehnen. Und ich so, du kannst es nicht ablehnen. Schau mal hier, ich habe es schon vorbereitet. Da steht im Gesetz und sowieso, du musst das hinnehmen. Ich bin in der Frist. Und das hat zu einer Überwerfung geführt. Und es war so, dass ich in der Elternzeit dann selber in Teilzeit reduzieren wollte. Also nach der Elternzeit wollte ich in Teilzeit zurück. Und er hat gesagt, so, nee, den Job gibt es nur in Ganzzeit. Und dann war für mich klar, okay, jetzt wird es politisch. Jetzt, ich bin ein betroffener Vater, der hier, dem seine Rechte nicht anerkannt werden als Vater. Und ich habe das als persönlichen Angriff empfunden. Und da war so für mich der Punkt gekommen, so, okay, jetzt sind wir vom Brei, von der Temperatur des Breis, gehen wir mal so langsam weg. Jetzt gehen wir mal so in die Temperatur des Politischen. Und dann fing es an, dass ich darüber geschrieben habe, Väter, nehmt eure Rechte wahr. Es gibt die Gesetze, ihr dürft es, ihr müsst euch nur die Erlaubnis geben dazu, die Motivation anregen. Und das ist mein Anspruch, so anderen Vätern zu zeigen, wie wertvoll es ist, die Vaterschaft aktiv zu gestalten, über die Elternzeit hinaus, die Elternzeit so als Sprungbrett zu nehmen, in das Wasser der Vaterschaft und dann sich freischwimmen zu können darin. Und da so ein bisschen vielleicht auch Väter an die Hand zu nehmen und auch nicht nur die schönen Seiten zu beschreiben, sondern auch die Seiten, die nicht so schön sind. Den Streit, den ich mit meiner Frau habe oder die Auseinandersetzung mit meinen Kindern. Dass nicht alles so toll läuft, wie ich mir das vorstelle. Und auch die Auseinandersetzung mit meinem Arbeitgeber. Wie viele Väter wollen Elternzeit nehmen und wo der Arbeitgeber dann sagt, also nee, das geht aber nicht. Ja, aber die Frau Müller, bei der ging das doch aus. Ja, das ist aber eine Frau. Und darüber schreibe ich und möchte Väter dann darüber die Erlaubnis geben, mal zu überlegen,
wie können Sie das individuell für sich entscheiden und gestalten? Auch mit der Partnerin, mit dem Arbeitgeber, aber dann auch für sich in Auseinandersetzung zu gehen. Das ist es ja. Es ist nie ein Vorwurf dabei. Es ist, das, was ich mache, ist ein Angebot für aktive Vaterschaft. Und es ist dadurch, dass ich sage, ich bezeichne mich als aktiven, präsenten und sichtbaren Vater, ich lebe eine aktive Vaterschaft, heißt jetzt nicht, nur weil es andere Väter anders machen, dass das schlecht ist. Überhaupt nicht. Familie ist individuell. Familie muss immer individuell verhandelt werden. Und wenn die Protagonisten in dieser Familie der Meinung sind, dass sie das so für sich richtig leben wollen, dann sollen sie das tun. Das, was ich mache, ist ein Angebot. Das heißt nicht, dass es alle so machen sollen und überhaupt, sondern es ist eine Einladung, Vaterschaft nochmal anders zu leben und die eigene Vaterschaft, die ich aus meiner Sozialisation erlebt habe, also gesprochen jetzt an den Mann, nochmal zu überdenken und zu reflektieren und nochmal zu schauen, so, okay, welche Aspekte waren für mich gut, was möchte ich mitnehmen, was möchte ich meinen Kindern mitgeben und deckt sich das so mit der Vereinbarkeit der Familie oder gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit mehr zu tun in der Vereinbarkeit, also Teilzeit zu gehen zum Beispiel. In erster Linie gebe ich mir auf den Zeiger, dass wenn ich am Spielplatz bin, dass mir dann meine Vaterschaft so hochgejazzt wird, also so das ist ja toll, das ist so schön zu sehen, dass sie als Vater mit ihrem Kind so. Am Anfang habe ich noch gedacht, toll, danke. Ja, ich finde es auch richtig schön und habe das auch noch so als positiv gesehen. Aber dann in der Auseinandersetzung mit der Rolle des Vaters und mit der Rolle der Mutter und auch im Gespräch mit meiner Frau und mit anderen Frauen, die auch Mütter sind, die in einer vielleicht alleinerziehend sind oder getrennt erziehend oder da war dann für mich so, okay, warum wird denn diese Anerkennung den Müttern nicht gegeben? Warum wird diese Anerkennung mir gegeben? Ich finde es erstmal super, dass erkannt wird, da ist ein Vater, der ist aktiv und der nimmt seine Rolle als aktiver Vater wahr. So die Verantwortung, die er hat, die auch meine Frau hat. Aber warum bin ich der Einzige, der dieses Lob bekommt für das, was ich da mache? Also das sehe ich als selbstverständlich an. Also es ist doch mein Recht, was ich gerade annehme. Ich verstehe gerade so dieses Lob gerade nicht. So, dass ich mache doch was Selbstverständliches. Aber das ist in meiner Filterblase so. Das ist meine Filterblasenwahrnehmung. Dass es bei anderen anders ist, weiß ich auch. Nur das immer wieder zu hören, hat irgendwann den Switch gemacht so bei mir, dass ich denke so, ich beurteile die Entwicklung absolut positiv. Absolut positiv. Es hat schon immer aktive Väter gegeben. Auch in den 70er, 80er, 60er, 50er Jahren. Sie waren nur nicht präsent. Also sie waren nicht sichtbar. Und die ganze Entwicklung, dass wir jetzt ein Elternzeitgesetz haben, ein Elterngeldgesetz, wo die Väter auch berücksichtigt werden, dass jeder vierte Vater im Moment Elternzeit nimmt. Und auch wenn es nur die 2,5 Monate sind, dann ist das erstmal eine gute Entwicklung. Mit Potenzial nach oben, auf jeden Fall. Was ich so wertvoll finde, ist die Sichtbarkeit von Vätern über die sozialen Medien, über Blogs, über Netzwerke, Berlin, Köln. Es entstehen Väterbegegnungsstätten, Hamburg auch. Und nicht erst heute, sondern schon vor 10 Jahren. Und das ist eine tolle Entwicklung. Auch Unternehmen, die diesen Wert der Väter, der aktiven Vaterschaft wahrnehmen und sich auch vernetzen und sich austauschen. Und das mag vielleicht erstmal in den großen Metropolen stattfinden, aber es strahlt auch in die Randgebiete rein. Und für mich ist es eine absolut positive Entwicklung, die da vonstatten geht. Auch Väter, die einfach über ihre Vaterschaft schreiben, gar nicht so diesen politischen Hintergrund haben, die über ihren Alltag mit Kindern schreiben. Und ist jetzt auch egal, ob die ihr Kind sichtbar in die Kamera mit Gesicht oder auch nicht. Das ist dann erstmal egal. Aber zu zeigen, dass es Väter gibt, dass sie da sind, dass sie sichtbar sind, dass sie auffindbar sind, dass wenn man bei Google aktive Vaterschaft eingibt, dass man dann auch Treffer findet und nicht nur die 1, 2, 3 Leute, die schon seit 5, 6, 7, 8, 10 Jahren dabei sind, sondern auch kleinere Kanäle findet und die auch nochmal eine andere Perspektive mit reinbringen. So diese Vielfalt an Vaterschaft auch nochmal sichtbar machen. Also ich finde die Entwicklung, die wir da jetzt gerade haben,
Die ist einfach, die ist super und die muss weiter transportiert werden und weitergegeben werden. Vielleicht über andere Formate. Es gibt dein Format, es gibt Podcasts über Vaterschaft, es gibt ja Facebook-Gruppen und sie sind da und ja, sie haben immer noch Platz für weitere Väter.